Hi Leute, hier ist wieder euer Matze Jill mit einem Crafting Report, diesmal von meinem dritten Monk. Der hat schon relativ gute Schultern, aber ich werde diesmal versuchen, die Schultern noch zu verbessern. Ich zeige euch mal die Schultern, die ich schon mal vor langer Zeit für den gecraftet habe, mit 307 Decks, 58 Vitalität, 29 Poison Resistance. Poison Resistance ist nicht so meine erste Wahl. All Resistance von 58 geht auch noch deutlich höher. Regenerate Life per Seconds und Health Globes and Points Grant. Nee, Potions Grants, genau. So, und wir versuchen heute mal nochmal etwas bessere Dexterity Schultern rauszubekommen. Wird schwer. Primär lege ich ja immer sehr, sehr viel Wert auf einen hohen Dexwert und auf einen hohen Always-Wert. Wenn Vitalität mit drauf ist, ist es immer noch super, weil wir ja dadurch Leben bekommen und dann auch länger leben. Genau. Und ja, ich bin gespannt, ob wir was Gutes rausbekommen. Vielleicht kriegen wir ja auch was raus, was vielleicht, weiß ich, 500, 600 weniger Damage macht, aber dafür deutlich mehr Leben, deutlich mehr Always. Und vielleicht auch noch eine bessere Resi, weiß ich, Feuer-Resi, Lightning-Resi, wäre ganz gut. Aber das werden wir gleich sehen. Die Hälfte haben wir geschafft beim Craften. So, 12, 11, gleich haben wir's. Ja, sonst, das kann man hier noch so zeigen, Amulett könnte man auch verbessern, definitiv. Ja, da habe ich ein Always-Amulett mit Crit Damage und mit Dex. Das werde ich im nächsten Video machen, da werde ich 60 Amulette für meinen Monk craften und hoffe natürlich, dass ich ein besseres Amulett rauskriege. Und dann fehlt dem auch noch gute Bracers, also der hat da echt sehr schlechte mit relativ low Dexwert, da kann man auf jeden Fall noch was verbessern. Okay, fertig. Unsere 30 Schultern sind fertig, wir gehen zum Schmied und schauen nach, ob was Cooles dabei ist. Zu wenig Damage. Die machen relativ viel Life, aber 5k Damage einbüßen ist kacke. Auch Mist, auch Mist, auch Mist. So. Alle zu low vom Damage her. Was haben wir hier? Kein Always. 322. Wow. Aber kein Always. Always müssen sie definitiv auch noch drauf haben. Auch zu low. Auch zu low. Ne, zu low. So, was haben wir denn hier? Mit Always, Dex, wird aber. Wir sehen hier, wir verlieren hier wieder relativ viel DPS. Ah, es wird schwer. Also, hier haben wir was ganz okay ist. Ein bisschen mehr Life. Damage geht runter, aber der Always-Wert, ich weiß nicht, also da finde ich die immer noch besser, die haben immer noch Poison-Resi drauf. Okay. Nee. Konnten wir uns nicht verbessern. Also es waren gute dabei, aber wir konnten uns nicht verbessern. Ist, man muss auch sagen, es ist schon relativ schwer. 307 Decks, 58 Wit, ist schon nice. Es geht mehr Wit, definitiv, aber über 300 Decks zu kommen auf Schultern, wie man sehen kann, hat man nicht relativ oft, aber jetzt ein paar bei mit 322 Decks und dann noch Resi, zwei Resis drauf, einmal Always und Poison Resistance, sind schon gute Schultern. Ich weiß nicht, ob ich da noch drüber komme. Wenn ihr bessere Schultern habt oder wenn ihr der Meinung seid, ich soll auf jeden Fall weiter Schultern craften, da werde ich definitiv noch viel geilere draus bekommen, dann schreibt es doch einfach mal in die Kommentarzeile. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann Daumen hoch, vergesst mich nicht zu abonnieren. Viel Glück bei euren Craftings, Schultern und so weiter. Bis zum nächsten Mal, euer Matze Jin.